Ich habe die Marschroute rausgegeben, hier heute auf Sieg zu spielen, nicht auf Unentschieden. Und Sie haben ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. 9 Tore, ist unfassbar. Uns haben wir eine super Abwehr und heute war ja, fast jeder Ball war drin und andersrum fast genauso. Also irgendwie Nerven. Aber ich bin so stolz heute, dass die Mannschaft es geschafft hat, hier in die erste Liga zu kommen. Das ist ein Riesenerfolg für die Stadt Wolfsburg, für die Region und ich freue mich für alle. Nein, da gibt es keine Erklärung für. Das ist eine Dynamik, die ist losgegangen im Spiel. Wir mussten Rückstand aufholen. Das haben wir dann geschafft, sind dann in Führung gegangen, haben den Gegner noch mal wieder herankommen lassen. Der Stammi hat gesagt, wir kriegen das immer wieder gut hin, dass Spannung reinkommt ins Spiel. Das haben wir heute auch wieder geschafft. Wie war die Frage? Die Frage war noch gar nicht. Die Frage war einfach, in so einem Spiel, hat man da die natürliche Coolness, die man auch bei einem normalen Punktspiel hat, wenn man Elfer versenken muss, oder war das schon was Besonderes? Nee, ich war total leer eigentlich vor dem Schuss, also ja, insbesondere vor dem zweiten, aber beim ersten eigentlich auch schon und im Prinzip wollte ich das gar nicht, aber es hat sich kein anderer geopfert, muss ich es machen. Ja, ich sag mal, nicht zu laut da drüben. Geht schon. Aber Uwe Zimmermann hat uns so viele Spiele gerettet. Er hat super erhalten, die ganze Saison. Und irgendwie musste ich mir bei ihm bedanken dafür. Das habe ich mit den Toren gemacht. Gehofft, jedes Jahr gehofft, ja. Dass es jetzt endlich so weit ist, das freut mich umso mehr. Ich bin jetzt 35 und ich möchte natürlich noch einige Jahre erste Liga spielen jetzt, solange es geht. Und es ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich möchte mich freuen und feiern. Das ist alles, was ich möchte.